Marineblau ist aber kein Grauton und beige auch nicht. Marine, Heer, Luftflotte, Marineinfanterie. Was spielt die Farbe für eine Rolle? Willst du ins Geschäft kommen oder nicht? Ich höre. Was schlägst du also vor? Ihr müsstet jemanden für uns kalt machen. Und die Botschaft muss klar rüberkommen. Pie Wacket, die Katze der Baronin, wohnt neben der Küche. Schaltet sie aus. Dann kommen wir ins Geschäft. Ich soll eine wehrlose kleine Katze umbringen? Wehrlos? Hey, Süße! Das Vieh ist eine 20-pfündige Mordmaschine. Meine Kapos kommen mit dir nicht klar. Wir haben sogar einen Spezialisten aus Sizilien eingeflogen. Als Pie Wacket mit ihm fertig war, haben wir nur noch eine Hinterpfote gefunden. Offenbar frisst dieser Pie Wacket gerne Italienisch. Wenn ihr das kleine Problem aus der Welt schafft und das Halsband des Viehs als Beweis vorzeigt, können wir euch mit dem Buch der Schwarz helfen. Ich verrate dir schon mal was. Um an das Buch ranzukommen, müsst ihr ins Geheimlabor der Baronin. Und da kommt man nur durch die Bibliothek rein. So. Und mehr sag ich erst, wenn du mir das Halsband der Katze bringst. In Ordnung. Also, wehrloses Kätzchen umbringen und zum Beweis Halsband mitbringen. Genau. Noch Fragen, Schnuckeplutz? Nein, das reicht wirklich. Hey, hey Jungs, schaut mal, wer wieder da ist. Der steile Zahn und der Vordemeister. Was können wir euch antun, Leute? Wir haben Knabberzeug für euch, Trockenobst und Nüsse. Wie wäre es damit als Bezahlung für einen Gefallen? Trockenobst und Nüsse. Ja, okay, schmeiß rüber. Da, lasst sie euch schmecken. Wenn ihr aufgegessen habt, könntet ihr dann bitte das Wasser abstellen, das da drüben rausströmt? Ja, die sind lecker. Hey, Dino, dreh mal dem Brunnen das Wasser ab. Dean Baby, alles klar? Ich glaube, er steckt... Schau mal, Mona, das Wasser läuft nicht mehr. Naja. Schätze, ihr beide werdet ihn nie mehr sein Lieblingslied trällern hören. Bats Amore. Schade. Aber richtig gut. Naja, freut mich, dass wir euch helfen konnten. Und danke für das Knabberzeug. Ciao, Bella. Guten Abend. Wie heißt du? Ich heiße Ozzy. Ich bin ein Springbrunnen. Ich glaube, ich bin... Wie war nochmal die Frage? Der Typ scheint noch was anderes als Wasser getrunken zu haben. Was machst du hier unten? Ich bin nur ein Träumer. Sitz hier rum und sehe die Welt vorbeiziehen, weißt du. Da sind Leute, die kommen und gehen. Und manchmal sehe ich Sachen. Und ich schreibe gerne Songs, aber... Wie war nochmal mein Name? Du meintest, dass du Sachen siehst. Was denn so für welche? Meistens Typen auf der Folter. Und dann kommen vor Sonnenaufgang oft ein paar Leute vorbei und steigen in diese komischen Betten. Der eine ist so ein kurzes Bleichgesicht mit super mieser Laune... Und die andere ist so eine große, schlanke Biene. Sieht eigentlich aus wie du. Weil ich es auch bin. Ich heiße Mona. Das kurze Bleichgesicht hält mich hier auf dem Schloss gefangen. Das ist aber gemein. Kann ich dir irgendwie helfen? Du sagtest, dass du manchmal Shroudy siehst. Tut er irgendetwas Bestimmtes, wenn er zu Bett geht? Tja, er hat immer mit dieser komischen Uhr an der Seite des Betts herumgespielt. Komische Uhr? Ja, er hat da ein paar Zahlen eingestellt. Vielleicht zur Erinnerung, damit er seine Pillen auch einwirft. Ich kenne mich mit den Pillen ganz gut aus. Wobei ich mich mit dem Einwerfen von Pillen noch viel besser auskenne. Ozzy, verrätst du uns, welche Zahlen er einstellt? Ah ja, stimmt. Ich glaube, da waren 3. Aber ich kenne nur 2. Die 3 und die 7. Und die 7, die ist die letzte Zahl.
Danke dir, Ozzy. Du hast uns sehr geholfen. Danke, das wäre im Moment alles. Super, Mona. Der Sarg lässt sich öffnen. Du siehst aber gut aus, Mona. Und du wirst ziemlich schlecht aussehen, wenn du die Bilder je wieder erwähnst. Dein mächtiger Liebhaber hat offenbar Bilder von dir in Auftrag gegeben. Wie fühlst du dich dabei? Tut mir leid, ich konnte eben nicht sprechen. Mir war die Galle hochgekommen. Ich nehme keines der Bilder mit. Darf ich eines haben? Nur wenn ich dir die Flügel ausreißen soll. Ich rede nicht mit unbelebten Dingen, die mal Shroudy gehört haben. Shroudys Kissen. Ein Jammer, dass sein Besitzer nicht da liegt. Sonst würde ich ihn mit dem Kissen ersticken. Vergiss nicht, dass er schon tot ist, Mona. Na dann würde ich es ihm einfach an den Kopf hauen. In dem Fall solltest du hoffen, dass Shroudy kein Ersatzkissen hat. Sonst riskierst du eine ausgewachsene Kissenschlacht unter Vampiren. Da ich weiß, was für ein kleiner Perversling Shroudy ist, will ich eigentlich gar nicht wissen, was unter seinem Kissen ist. Mist, das ist ja nur die Zeitung. Du hattest mich schon richtig neugierig gemacht. Damit soll ich mich unterhalten? Ein Exemplar der Draxivanischen Rundschau. Die Schlagzeilen lauten: Vermisste örtliche Zeitungsjungen, noch immer keine Spuren. Gofford Falls United gegen die Vlad's Landing All Blacks, heute Abend im Meisterschaftsspiel. Und Gofford Falls Bürgermeister Winton wird Misstrauensvotum voraussichtlich überstehen. Die nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Geschafft! Jetzt lassen sich beide Scharniere wieder bewegen. Geschafft! Die Grube ist offen. Mann, stinkt das! Pfui! Eine Grube... Es ist so dunkel, dass ich nicht erkennen kann, was da unten ist. Erkennen vielleicht nicht, aber riechen kann man es doch. Das stinkt ja widerlicher als die Bremsspuren in Ja, das ginge, wenn ich die Fackel anzünden müsste. Jetzt brauchen wir nur unsere paar hundert engsten Freunde mit Pflöcken und Mistgabeln und dann können wir das Schloss des örtlichen verrückten Wissenschaftlers stürmen. Lass dir bitte nächstes Mal ein besseres Klischee einfallen. Das sieht ja aus wie ein Haufen Leichen. Wie abstoßend. Da unten sind noch ein paar frische. Da ist noch Fleisch dran. Warum in Gottes Namen hat die Baronin hier Leichen weggeworfen? Jetzt wissen wir also, warum es so grässlich stinkt. Und das erklärt auch die Gerüchte über Besucher der Baronin, die das Schloss nie verlassen haben. Aber Mann, oh Mann, sie war schon eine echt kranke Hexe.